Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Körn. Ja, ich hoffe, wir haben es jetzt. Ja, es sieht gut aus. Guck mal, voll, ich habe das hier schon mal eben eingestellt, ne? Dann müsst ihr das nicht nochmal ansehen. Ja, cool. So. So, jetzt wollen wir gucken, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich dann drüben, bei dem anderen. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Sieht ja geil aus. Unterwasserversteck. Ganz miese Sache. Ganz miese Sache. Ach, und hier ist ein geschmeidiges Büro. Oh, kann man sich da hinsetzen, bitte? Und einfach nochmal aus dem Fenster gucken. Ich würde den auch genau da hinstellen, du. Grüner Tee. Oder so. Pass auf, gleich kommt so eine riesen Murena an und schnappt und dann bin ich hier wieder am Schreien. Ich sehe das schon. Ich kenne mich ja. Ah, hier was zum Anfassen. Oh, nee, was zum Mit... Ich habe nichts angefasst. Naja, streng genommen schon. Och nein. Pando sagte, irgendwann wird dir nochmal was mit Zahlen begegnen. Das wird wohl... Okay, ein Brief. Dann machen wir mal eben kurz den Dialog leise. Zeitverschwendung. Ein Begriff, der überhaupt keinen Sinn macht. Nach Jahrhunderten der Arbeit brauchte ich einen Ort der Ruhe, einen Ort der Stille. Ursprünglich hatte ich diesen Ort erbaut, um die Tiefen des Meeres zu erforschen, um Untersuchungen durchzuführen, doch dann nutzte ich ihn hauptsächlich zur Entspannung. Es war der einzige Ort, an dem ich mich vor ihr verstecken konnte. Sie verzeiht es mir nicht, dass ich seit einer halben Ewigkeit, leerstehende Gebäude auf einer verlassenen Insel abgerissen habe. Und das, obwohl sie für eine viel zu große Verwüstung, obwohl sie für eine viel größere Verwüstung verantwortlich ist. Nachdem sie mir von ihrem Scheitern berichtet hatte, wagte sie es sogar, mich dazu aufzufordern, Körn zu vernichten. Ihr Leiden ist mir gleichgültig und das sollte es euch auch sein. Über diese Macht hat sie nicht zu bestimmen, oder? Warum gibt es denn keinen zweiten Brief? Komisch. Da war ein Bindestrich hinter. Es sah nicht so aus, als wäre sie unterbrochen worden dabei, sondern als hätte er einfach nur nicht weitergeschrieben. Weil ich scheine eine große Leseschwäche heute zu haben. Ärgere ich mich gerade selber drüber. Ein bisschen flüssiger sollte ich das schon hinkriegen. Ach ja, okay. Ich weiß, dass da oben noch ein Zahlenrätsel war. Eins, IH3. Nee, machen wir es so. Wo sind die zwei? Frage ich mich. Sonnenfleck. Guten Abend, Milchmann, hallo.
Cool, man sieht sogar noch den Laser. Wie geil ist das denn? Wo sind die zwei? Vielleicht hier. Irgendetwas passiert da, wenn man das umlegt. Ja, man öffnet das Rohr da. Jetzt ist dicht, jetzt strömt da keine Luft mehr raus. Nicht, dass ich den Turm jetzt geflutet habe versehentlich. Ich kenne mich ja. 4. Sollte hier vielleicht nicht noch eine 5. liegen irgendwie? Warum gibt es denn da 4 von etwas? Warum nicht 5? Hatte dieser Zylinder nicht 5 Einträge? Bin mir nicht sicher. Lass uns lieber nochmal ganz kurz umschauen hier. Ob hier noch irgendwo... 1, 2, 3, 4 ist hier hinten. Ist das schon ungewöhnlich, oder? Dass 4 da hinten ist. Das ist ja nicht so der klassische Laufweg, den man hier hat. Mal gucken, ob ich hier noch eine Plakette übersehen habe. Das sieht nicht so aus. Gehen wir mal rein. Aber ist schon sehr geil, muss ich sagen. Welt taucht ein in blaue Tiefen, vermeidet dort dann die Untiefen. Die Fische, die sind ganz erstaunt, man von Weg weiß Leistung raunt. Und die Moral von der Geschichte, gehst du ins Wasser, vergiss die Badehose nicht. Gitolinchen, Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es ist blöd, es sind 5. Ich habe draußen nur 4 gesehen. Wow, warum ist denn hier noch eine Tafel? Das ist Tafel Nummer 1. Das ist Tafel Nummer 2. Okay, Notizbuch. Tafel 1, H3. Tafel 1, H3. H3, das ist die 0. Tafel 2, C8. Tafel 2, C8, das ist die 8. Drei ist Tafel 2 F1. Die 3. Also das wäre jetzt zu einfach eigentlich für dieses Spiel und total unpassend, finde ich. Oder untypisch, sage ich mal, nicht unpassend. 4 ist Tafel 1 D9. Das ist die 5. Ja, den unteren könnte man theoretisch die Ausprobieren ja rauskriegen, ne? Von der Idee her.
Okay, es war jetzt erstaunlich einfach, fand ich irgendwie, oder? Ein bisschen unpassend, untypisch schon für das Spiel. Wofür habe ich das Ding denn hier aufgemacht? Wofür habe ich denn die Schalter umgelegt, frage ich mich. Wozu habe ich das gemacht? Und müssen wir da doch nochmal raus? Also irgendwas wird diese Röhre doch bewirken. Wir sind hier fertig. Dann lass uns mal zurückgehen. Weg war so erstaunlich einfach, das Spiel so buaha. Ja. Ach so, hier, meins. Ey, Kopf angehauen hier. Wir haben ja noch diesen Riesenraum da. Ich kann es vergessen. Überleg mal, was du hier für Wege nimmst, ne? Wahnsinn. Also was das schon für eine spieldesignerische Leistung ist, finde ich irgendwie, sich so den ganzen Krams zu überlegen und so. Das ist schon echt toll. Bei The Room bist du ja doch mehr statisch, ne? Also immer halt in diesem einen Raum. Ob das noch ein oder zwei Teile sind? Kann ich gar nicht genau ausmachen. Muss im Licht sehen? Schwer zu sagen. Nein! Shit. An deiner Stelle will ich nicht springen. Seine Macht ist da eben doch nicht unendlich. Diese Brücke stürzte kurz vor deiner Ankunft ein. Beruhigend, dass Zeit und Natur ihm sogar ein Schnippchen schlagen können. Dass ein unerwarteter Unfall sein ganzes Lebenswerk zerstören kann. Da ist er gestorben. Ich muss zugeben, dass mir sein Scheitern Freude bereitet. Doch vorerst musst du leider weiter seinen Weg beschreiten. Ich könnte dich vermutlich führen, doch zuerst muss ich dir etwas zeigen. Es tut mir so leid, dass ich die Stimme gerade ausgeschaltet habe. Folge mir. Du wirst nicht herabstürzen. Aber das Vorlesen wollte ich halt weghaben, weißt du? Schade, dass sie jetzt ihre Stimme verpasst haben. Don't look down. Just follow me. Trust me. Ich möchte trotzdem nach unten gucken, kurz. No need to hurry. You must trust me. Finde ich cool. Leads to our sanctuary. He removed the crystals to darken these tunnels. Let's have some light. Ich war Synchronsprecher ursprünglich, aber da haben sie sich doch für eine Frauenrolle entschieden. It's not far from here. Ich mag sie. Wahrscheinlich kann man den beiden nicht trauen. Ihr nicht und ihm nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es ein überraschendes Ende geben wird. Machst du da drüben auch bitte an? Dankeschön. Mhm. Alles super. Ja? I brought him here once too. Surprisingly, it is one of the only places he didn't ruin since then. But I doubt he kept it intact simply out of respect. Wohl kaum. Sondern, was war das denn eben?
This is the place we once called the Great Hall of the Amajat. The Shrine of the Seekers. Oh, Carlos! You must look around and find some blue crystal powder to cast into the fire. Ein blauen Kristall, den lag doch hier. Das war jetzt einfach. Okay, das ist der Schrein von Carlos. Zuhör so sein. Have you found any blue crystal powder yet? Nee, du ganze Kristalle. Ein Eimer mit blauen Kristallen, das dürfte Germana doch sicher interessieren. Ich muss die Kristallen zermahlen. Ja, genau. Lass uns mal gucken, was wir hier kaputt machen können. Schlüssel nehmen wir gerne mit. Wozu das Ganze hier oben? Das sieht so nach einer Schaufel aus, die wir drehen könnten. Oder so. Oder Mühlrad ist es. Das sieht eigentlich wie ein riesengroßer Mörser aus. Ich kann mir nicht helfen. Wir benutzen erstmal den Schlüssel da vorne. Ich will ganz gerne den Chat verfolgen. Ihr wisst, dass der im Video angeblendet wird. Ich meine ja nur. Ich habe keine Ahnung, was ihr da gerade schreibt, aber ich habe den Eindruck, ich würde mich da ganz gerne einklingen. Was ist denn das hier für eine... Warum denn die Treppe? Ja. Eine Schmelze oder so, eindeutig. Da können wir irgendwas mitmachen. Okay. Okay, dann nehmen wir erstmal den Schlüssel hier. Alles klar. Ach, jetzt geht's auf einmal, oder was? Dass du die da... Du bist mir echt in die Nase. Ist kaputt. Good. Now use the crane up there to throw the powder into the fire. Okay, Lady. Ich bin wahrscheinlich so oder so gearscht. Einer von beiden, die haben mich wahrscheinlich beide gelinkt. Ich weiß nicht, ich traue dem Frieden nicht. Müssen wir da hier wahrscheinlich raufstellen. Und nu? Wow, wow.
I told you the story of my people. It is time you learned the truth about this world. The Dulmar was a great, noble, and prosperous civilization. They were people of peace, a thriving society of wisdom and art. Then, everything changed. At the dawn of the Third Age, we were attacked by the Shadows. Over the years, our colonies have fallen one by one. The Shadows have slaughtered our settlers without mercy. They filled our hearts with terrible fear. In the great halls of Unnatko, the capital city of our world, the Circle of Elders have chosen three of our best people. Roran, the most skilled warrior. Theodore, the brightest of all scholars. And a devoted shaman, me. We were called the Amajat, the Seekers. Our goal was to find a legendary place of great power, Quernalok. We embarked on a journey to face the unknown and to find what was hidden. This quest has forged a strong friendship between the three of us. Over the years, we visited countless worlds. We became exhausted and shattered under the weight of the responsibility. We learned that the Shadows had reached the outer walls of Unnatko. We almost lost faith, but we couldn't stop. As we kept searching, we found a world that astonished all of us. This very world. Here, we found what we needed the most. Time. Time to find a way. A way to save our people. Our worries trapped us here, knowing that our home is only safe if we stay on this island. The search was over. We knew that finding this island in our time of need was not an accident. It gave us hope, and we started to believe that this world was Quernalok. Over centuries, we perfected our expertise. We, the Amajat, have become idols of strength, intellect, and discipline. But it was not enough. The infinite time we have been given made us obsessed with the overcoming urge to save our people. As we kept training and learning, pursuing power slowly became our only passion. We had risen above the boundaries of the body and mind. Eventually, we almost forgot the very principle of our mission. Das ging ihm ja auch ein bisschen so, ne? And then, I had a vision of our people. I saw their suffering. At that moment, I understand we had become the very power we were sent to search for. It was time for us to head home. Okay. I knew we were prepared. We were ready to face them. But the Shadows were no longer my worst fear. I was afraid of what we had become. I was afraid of facing reality. Sehr artverwandt. We were at the edge of doom. Most of our great city was burning in flames. Unnatko, our home, was about to fall. And then, we vanquished our enemies. There was no fight. They couldn't fight back. We cleansed our city of the Shadows. A war that had lasted years ended in seconds. Mm-hmm. We were the saviors. We were celebrated like gods. And that's exactly how we felt. But we knew that the people we saved were not really our people anymore. We no longer belonged here. We felt we were more. Yeah. After witnessing our power, people lost their faith in the council. We, the Amajat, have taken their place. But having fulfilled our destiny, the strong bond between the three of us started to fade. A new era has begun. The era of division and conflict. As our disagreements became stronger, we turned against each other. This caused the people to take sides. A war has erupted from within. A war we were too proud to stop.
Chaos rumbled across the streets of Unatco. We watched our once thriving society fall apart. Our home was destroyed. All because of us. Because of what we have become. I couldn't live with myself. I couldn't bear the great emptiness I felt anymore. I left what remained of my world for one final journey. Dann muss es natürlich schlimm für sie gewesen sein, zu sehen, dass mein Vorgänger quasi dasselbe widerfahren würde. I spent centuries meditating on my past mistakes, trying to find a way to make up for what I'd done. By accepting the loss of all attachments that kept me in the physical world, I managed to ascend to a new form of existence. In this way, I will never lose myself again. Mm-hmm. And I can guard this place for eternity. Ja, richtig schützen könntest du nicht, ne? Wenn er da so viel zerstört hat, oder? Ist denn jetzt vorbei? He didn't want you to know about our heritage. He didn't want you to see how the power of the island can ruin an entire civilization. He too wants to ignore it. But you must know the truth. He cannot accept the destructive power of this knowledge that he worships above all else. No civilization could contain this kind of power. Especially not a single person. Tolle Bilder. It is time for you to return to his path. I will meet you back at the entrance. Okay. Darf ich jetzt verlassen? Das Spiel? Oder muss ich? Also eigentlich ist es schon ein Müssen dann, ne? Weil, was ist das ein schönes Spiel. Toller Sound. Tiffisch, guten Abend. Ich habe dir eben nicht geantwortet, weil ich A, auf gar keinen Fall in diese Szene reinreden wollte, um Fragen zu beantworten, die im Streamtitel beantwortet werden. Einfach mal lesen. Natürlich. So war es ja angekündigt. So. Dann gehen wir hier mal raus. Es wird ein langer Weg zurück. Guten Abend, Stibbins. Insider, hallo. Ach, wir müssen da drüben ja noch hin. Klappt das wieder? Now you must continue following his guidance. Bitte? I will help you get back on his path. Ich führe dich auf seinen Weg zurück, okay. He was the first person who found this island after we left. And you must be the last person to ever be here. Das bedeutet, ich muss das Portal zerstören, wahrscheinlich. Okay, ist doch noch nicht ganz vorbei. Ich dachte eben schon, okay, dann gibt es eine längere Pause bis 22 Uhr. Mal gucken, ob wir das heute fertig kriegen. Aber richtig schön gemacht, ne? Finde ich richtig toll. Also Story mag ich ja immer sehr gerne. Mach's gut. Wir kriegen das schon hin. Rechter Tunnel. Oh, okay. 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 Da geht noch nichts. Warum nicht? Okay, ja, und gehen wir mal wieder hoch. 3. Flippern! Ich habe jetzt keinen Schimmer, wo ich hier rauskomme. Aber das gucken wir in der nächsten Folge an. Haha, so, ich wünsche euch was. Aber bis hierhin absolut geil, das Spiel. Ich bin gespannt auf das Ende. Da fehlt kein Schnüffelstück. Omel, dann. So, okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.